Ich weiß nicht, ob man da rein wollte. Alter, was ist denn das? Das ist wie ein Riesenfilmstudio. Ich hoffe, wir lösen jetzt hier keinen Alarm aus. Es sieht auf jeden Fall nach einem intakten Filmstudio aus. Fuck, Alter. Normalerweise läuft man auf einer Location erstmal, naja, wenigstens 10 Minuten, bis man was sieht. Hier gucke ich nur rein und sehe alles. Was ist denn das wieder für ein Place? Du hast aber eine lange Nase. Das kann nicht sein. Hast wohl gelogen. Nein. Ja, Lüger. Sieht schon echt krass aus. Es ist alles so verspiegelt. Guck mal hier, das reflektiert so. Da hinten auch. Gucken wir mal hier durch. Geil. Ein Schloss aus Pappmaché. Hinten seht ihr, dass das alles nicht echt ist, also nicht aus Pappmaché, es ist aus Holz. Das Ganze muss ja dann LKW-weise transportiert worden sein. Oh, was ist das denn hier für eine Zauberwelt? Das sieht ja geil aus. Magie. Wir können uns jetzt was wünschen. Oh. Komm mal zu uns in die Zauberwelt. Sehr krass. Jetzt ist es massive rot. Rot reflected. Stell dir mal vor, wenn du ihn zusammenschieben würdest und dann stehst du drin, das ist bestimmt richtig crazy. Du schiebst einen Film, ja. Da wolltest du zusammenschieben? Was ist hier? Guck mal, ja. Du hast auch was gesagt, das ist mit Pappmaché und so. Und das GFK. Glasfaser. Ja, und von innen ist es Holz, ja. Das sieht aus wie echt. Überall ist noch Magie. Das sind Mana-Reste. Guckt euch nochmal die große Halle an. Die steht hier randvoll mit dem Zeug. Was ich halt übelst heftig finde, so auf den Fotos wirkt das übelst klein und dann stellst du da vor und denkst dir so, Das ist wieder das Problem, das kriegst du nicht mal mit dem Video rüber, wie groß das ist. Übelst krass. Wie voll das ist. Man fühlt sich wie in einem Barbie-Puppenhaus. Jo. Allein die Kulisse ist so groß, dass ich sie gar nicht im Gesamten drauf kriege. Ich auch nicht, wenn ich auf Weitwinkel. Moni auch nicht und die hat einen Weitwinkel. Hier waren wir ganz am Anfang. Guck mal, das hier ist der Palast der blauen Kaiserin. Ich glaube schon. Oder winkt die Queen nicht so? Es sieht auf jeden Fall adelig aus. Oh, echt nice. Voll schön. Alles gefaked, nichts echt. Alles nur Lug und Betrug hier. Ich weiß nicht, ob man da rein wollte. Was ist das? Alter, was ist denn das? Das ist wie ein Riesenfilmstudio. Oh hier, ist das groß. Mit der grünen Wolke. Das ist bestimmt eine Greenscreen. Ich hoffe, wir lösen jetzt hier keinen Alarm aus. Das sieht auf jeden Fall nach einem intakten Filmstudio aus. Fuck, Alter. Das ist benutzt, oder? Ja, das ist noch benutzt. Guck mal hier. Oh hier, das ist eine Leinwand. Guck mal hier, mit dem Hintergrund, mit einem Meer. Als Panorama. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Ich weiß es nicht. Das erste Panoramabild hier. Das sind ja gar kein Ende. 360 Grad hier oder was?
Ja, ich gucke die ganze Zeit nach Kameras. Gleich hinter oben die Lampen an und dann ist sowas von ge... Oh hier, das ist alles nagelneu. Ach du Scheiße. Das gibt's doch ja auch nicht. Ich guck mal hier kurz rein. Leute, ich befinde mich hier nicht in einem Haus, sondern in einer Filmkulisse. Panoramaleinwand, ey. Schaut euch einfach mal diesen Blick auf diese Marina an. Zauberhaft. Und diese kühle Brise, die hier kommt. Ein Traum. Verarscht. Das ist alles nicht echt. Das ist völlig künstlich. Das ist nur irgendeine Krankenhausserie oder sowas. Vielleicht. Ursprünglich hier, um alte Filmkulissen anzuschauen, von einem Pinocchio-Film und so weiter, gehen hier eine Halle weiter und sind mittendrin in einer noch aktiven Filmkulisse, die sich scheinbar noch im Bau befindet. Da ist noch ein Teil von diesem Panoramabild. Oh, geil. Oh, das ist künstlich. Oh, das ist nicht Lost. Es sieht aber Lost aus. Was mit Munition, also irgendein Kriegsfilm oder sowas werden die gedreht haben. Das sieht aus wie Schießscharten, Bunker. Aber richtig fähig gemacht hier, so mit der Bewährung, ja? Das war Beton, das muss ein zweiter Weltkriegsfilm gewesen sein. Benning, hier, Beton. So, ihr seht ja, in Filmen ist es immer nur Lug und Betrug. Das ist nur Pappmaché, auf das wir gucken, kein Stahlbeton. Richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Oh, hier die Schießscharte. Massiver Beton natürlich, ne? Mein Gott, da kommt keine Kugel durch. Richtig echt aus. Ist es aber nicht. Nein, wir sind hier kein Bunker, wir sind kein Bunkerkulisse. Das hier oben ist auch kein Stahlbeton, das ist nur Holz. Aber dieses Holz hier sieht aus wie Holz, ist aber aus Stahl. Quatsch, es ist Holz. Das echt ist. Das ist echt? Na toll. Der Wahnsinn. Oh, auch das ist echt. Ja, das ist der vermeintliche Bunker von außen. Es ist natürlich kein Bunker. Und hier sieht er nochmal den Rest von dem Filmstudio. Bunkereingang aus massivem Stahlbeton. Kranker Scheiß hier. Okay, Leute, wir sind raus. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Kanal abonnieren. Wichtig dabei, Glocke drücken, um nichts mehr zu verpassen, auch wenn ihr uns abonniert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.